Ja, hallo meine Lieben. Ja, heute in diesem YouTube-Video habe ich mich entschlossen, ein Thema zu behandeln, und zwar das Thema Geschäftsidee. Ja, Geschäftsidee, denn mir ist aufgefallen, im Laufe der letzten Monate und Jahre hatte ich immer wieder Kunden oder potenzielle Kunden, die bei mir angefragt haben und wo ich letztendlich prinzipiell die Geschäftsidee des Entwicklers, des Beraters, des Dienstleisters mal in Frage gestellt habe. Und über dieses Thema unterhalten wir uns heute. Let's go! So, meine Lieben, ich habe mir extra ein paar Notizen gemacht auf den Weg hierher. Und diese Notizen werden wir jetzt mal kurz durcharbeiten gemeinsam. Wann und warum es letztendlich so häufig daran liegt, dass es die falsche Geschäftsidee ist oder das falsche Geschäftsmodell, dass du nicht von der Stelle kommst als Softwareentwickler, Selbstständiger. Let's go. Ja, was ist mir da ganz besonders aufgefallen? Also ich hatte dieses Jahr teilweise Anfragen von Entwicklern, die, was ich eigentlich auch sehr schade finde, ist letztendlich, dass es viele Entwickler gibt, die sehr fähig sind, die auch schon seit vielen Jahren im Geschäft sind. Sagen wir mal, ich hatte zum Beispiel einmal eine Anfrage von jemandem, der war schon Mitte 40 und hat aber immer noch nicht so richtig ist noch nicht so richtig in die Gänge gekommen, was Umsatz betrifft und generell sein ganzes Geschäft. Er hat sich halt immer so durchgeschlagen. So dieser typische Freelancer-Entwickler, ne? Ich sage mal der Professor Dr. Brown von Zurück in die Zukunft, so ein bisschen kannst du dir vorstellen mit den Haaren. Und was ich da letztendlich immer wieder festgestellt habe, auch in dem Fall, der wollte letztendlich ja, das in ein Booking.com Konkurrenz machen. Ja? Also ein besseres Booking.com entwickeln und hatte da auch irgendwie dann einen Partner irgendwo aus dem Balkan und mit dem hätte er sich dann letztendlich ja, zusammengetan und wollte dann Booking.com Konkurrenz machen. Also nur mal ganz kurz dazu, ihr kennt ja alle, Booking.com ist mittlerweile eine der, also ich persönlich habe einen Genius-Status bei Booking.com, weil ich es so häufig benutze, wenn ich ins Ausland fahre. So ist es recht, mein Kaffee, ready, ja. So ist es recht. Und ja, Booking.com ist letztendlich das Problem, dass bereits vor 20 Jahren habe ich dort mal einen Job gehabt, für relativ kurze Zeit in Amsterdam im Hauptquartier, als SEO-Beauftragter, noch ein bisschen Licht hier machen. Ja, SEO-Beauftragter, also ihr wisst ja, Suchmaschinenoptimierung und schon damals vor 20 Jahren, das war so 2005 war das. Ja, 2005 ging es bereits bei Booking.com so richtig schön, ging da die Post ab. Schon da wäre es relativ schwierig gewesen, als Freelancer ja, Booking.com Konkurrenz zu machen. Ja. Und jetzt, 20 Jahre später, ja, schon damals wäre es ziemlich schwierig gewesen, Booking.com Konkurrenz zu machen, nicht wahr? Und heute, 20 Jahre später, ist es letztendlich ja, noch viel schwieriger. Also letztendlich ist es einfach eine Träumerei. Und ich sage nicht, cancel deine Träume grundsätzlich. Das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum sich Leute auch selbstständig machen, weil sie sich selbst verwirklichen wollen. Und da gehört nochmal dazu, auch seine Träume wahrzuhalten. Ja? Ein anderer Kunde von mir möchte gerne bestimmte Prototypen bauen in der Umwelttechnik. Letztendlich ja, die Welt ein Stück CO2-neutraler zu machen oder komplett CO2, also letztendlich die Welt revolutionieren. Und das sind einfach Träume. Und ich sage nicht, cancel deine Träume, also behalte deine Träume. Aber dein erstes Geschäft, also das erste, was du in der Priorisierung haben solltest, ist letztendlich immer, dass du ein profitables Geschäft so aufbaust, dass du auf einen siebenstelligen Nenner kommst im Jahr. Und dass bei dir auch gut fünfstellig, vielleicht eventuell sogar sechsstellig bei dir pro Monat dabei was hängen bleibt. Ja, also letztendlich, dass du, ich sage immer, ein ja, etwas besseres Bundeskanzlergehalt, ja, so mehr oder weniger, damit bei dir dann letztendlich am Ende ankommt. Ja. Denn ansonsten, warum würdest du als IT-Experte, der du hoffentlich bist und deswegen dieses Video schaust, warum solltest du dich überhaupt selbstständig machen? Also ich meine, 100, 200.000 Euro kannst du letztendlich auch irgendwo ja, dich anstellen lassen. Kannst du auch gut verdienen, wenn du es schlau machst. Ja? Und kannst auch relativ viel Freiheiten dabei haben.
natürlich nicht die gleichen Freiheiten, das ist auch klar. Ganz besonders, wenn du. Aber wohlgemerkt, es gibt auch mittlerweile, besonders seit der Pandemie, immer mehr Konstellationen, wo sogar Angestellte aus dem Ausland raus arbeiten dürfen. Also das ist ganz, ganz krass eigentlich letztendlich, ja. Und also ich kenne, da gibt es ja so bestimmte Nearshore. Also ist die Milch nicht mehr gut? Keine Ahnung. So, meine Lieben, wir gehen jetzt mal runter, hoppala, in den zweiten Stock, wo meine lieben Vertriebler unter anderem sitzen. Und dort werde ich euch am Flipchart mal ein bisschen was aufkritzeln. Letztendlich finde ich es ja ein bisschen schade, dass, und das habe ich halt einfach öfter, dass halt letztendlich Leute, das sind häufig Softwareentwickler, im Kern meine Zielgruppe auch, dass die häufig eigentlich sehr, sehr gewollt sind, also letztendlich in unserer deutschen Wirtschaft sozusagen wirklich gebraucht sind. Ja, also das ist ja, das ist auch kein großes Geheimnis. Es ist ein Fachkräftemangel vorhanden, sondergleichen. Ja, und dass letztendlich genau diejenigen, die eigentlich in der Wirtschaft mitunter am meisten gebraucht werden, dass die dann sozusagen ihre Zeit häufig verschwenden mit so Träumereien und so weiter. Ja, also letztendlich, ja, was hatte ich da jetzt halt mit diesem Booking.com, da hatte ich einen anderen, da wollte irgendwie die Umweltbranche irgendwie revolutionieren und so weiter, ja. Also letztendlich ist es wirklich häufig so, dass die, ja, ich möchte sagen, Träumer, manche davon sind schon fast so ein bisschen schon so spinnermäßig, ja, unterwegs. Und ich habe auch dafür vollstes Verständnis dafür. Nur ist es halt so, dass letztendlich du, wie soll ich sagen, es geht doch erstmal darum, dass du, um überhaupt jeglichen Traum auch nur ansatzweise in die Position kommen könntest, ja, einen Traum, sowas wie zum Beispiel Booking.com, ein besseres Kundenportal zu machen wie Booking.com, ja, ganz ehrlich, ich bin Elite-User von Booking.com. Ich sehe da jetzt nicht so groß die Chance, dass du Booking.com schlägst. Und, ja. Und ich sehe jetzt nicht so groß die Chance, dass du Booking.com schlägst, ganz ehrlich. Ja, und das ist eben das, wo halt einfach viele auch das Problem haben, dass sie unrealistische Ziele haben, daraus ein Geschäftsmodell sich bauen, das dann letztendlich auch unrealistisch ist und eventuell irgendwo, wie so dieser Dr. Brown da, weißt schon, in Zurück in die Zukunft, wo dann letztendlich der Marty McFly, ja, den jüngeren Dr. Brown trifft und dann so mit dieser Maschine, wo er Gedanken lesen will, dann so auf dem Kopf so und hat er wahrscheinlich irgendwie jahrzehntelang damit verbracht, diese Gedankenlesemaschine, die eigentlich gar nicht funktioniert, wo er dann herausgefunden hat, ja, ich denke, du kennst Zurück in die Zukunft, erster Teil, ja, wenn nicht, dann unbedingt anschauen, es ist ein absoluter, in Krisenzeiten absolut mal was Witziges zu schauen, absolut wichtig. Ja, okay, also letztendlich, es geht heute um das Thema Geschäftsidee, ja. Und hier mal drei große Fragezeichen, damit du einfach auch mal deine Geschäftsidee in Frage stellst. Ja? Ist das, was du tust, erstens, und das ist das Allerwichtigste, bevor du überhaupt irgendwas anderes machst, ist das, was du tust, profitabel? Und was meine ich mit profitabel? Ganz, ganz wichtige Frage. Ich habe immer wieder Softwareentwickler, die sagen, hey, ich habe schon ein profitables Geschäft, kein Problem. Ja, also erstens mal arbeite ich selber, ich bin selber profitabel, das ist schon mal nicht schlecht. Und dann habe ich noch 4, 5 Angestellte, ja, und die
Ja, die bekommen von mir natürlich ein Geschäft, ganz normales Gehalt und so weiter. Jetzt mal auf die Stunde umgerechnet, ungefähr um die 75 Euro die Stunde. Ja. Und ich bekomme ungefähr, was ich hier so von meinen Kunden bekomme, ich bekomme ungefähr 85 Euro die Stunde. Ja. Dann bleiben mir doch 10 Euro die Stunde. Ja, habe ich dann Marge, ist doch ein profitables System. Ja, also wenn die 8 Stunden für mich am Tag arbeiten, dann hab ich mit jedem Entwickler 80 Euro pro Tag verdient. Ja, kann ich doch super hochskalieren. Ja. Aber unterm Strich reden wir hier von einem Geschäft, ja, wo noch eine ganze Menge mehr dran hängt. Also du bist ja kein Vermittler, sondern das sind Leute, die für dich arbeiten. Das heißt, das sind deine Angestellten. Das heißt, wenn der krank ist, wenn der im Urlaub ist, musst du die weiter fortzahlen und so weiter. Ja. Du hast dann auch noch, eventuell musst du ja auch noch managen und so weiter. Das heißt, ich kenne Vermittler, also reine nur Vermittler, die machen mehr wie 10 Euro pro Stunde Marge. Ja? Die machen teilweise bis zu 30 Euro pro Stunde Marge und sogar teilweise sogar noch mehr. Ja? Und das solltest du solltest mindestens, und das ist so eine Daumen-Pi mal Daumen-Regel, mindestens die Marge eines Vermittlers plus 10. Ja, also letztendlich, wenn der Vermittler macht eine Marge von 20-30%, dann solltest du mindestens auch 30% Marge machen. Und wenn du nur 10% Marge machst oder 15% oder ja, teilweise sogar noch, manche machen sogar weniger wie 10, ja, weil sie irgendwie der dritte Subunternehmer sind und so weiter, dann musst du dir unbedingt deinen Gedanken machen, Gedanken über das Geschäftsmodell, das du gerade fährst. Und das ist das Allerwichtigste, es muss profitabel sein. Denn nur wenn es profitabel ist, ja, ist es auch, das ist der zweite, skalierbar. Das ist die zweite Frage, die du stellen solltest. Ist dein Geschäftsmodell skalierbar? Ja? Und ganz ehrlich, damit meine ich natürlich profitabel skalierbar, das ist ja klar. Ne? Aber, also das müsste eigentlich selbst erklärend sein. Und wenn es das nicht ist, ja, dann auch wieder überlegen. Ich habe immer wieder Kunden, die sagen, ja, ich will nicht in dieses Commodity-Geschäft zum Beispiel. Ja, einfach nur Leute einstellen, möglichst günstig und dann wieder möglichst teuer weiterverkaufen und das massenhaft und so weiter. Dann sage ich, okay, wie sieht es denn aus mit deinen Kontoständen? Naja, und dann sagt er, naja gut, auf meinem Kontostand ist aktuell so immer so zwischen 10.000 und 30.000 Euro. Zwischen 10.000 und 30.000 Euro ist aktuell immer so auf meinem Geschäftskonto drauf. Ne? Also mehr oder weniger geht schon eigentlich schon seit Monaten und Jahren immer so zwischen 10.000 und 30.000 Euro. Dann sage ich, ah, okay. Wie wäre es, wenn wir das vielleicht ein bisschen erhöhen? Wäre das vielleicht eine Möglichkeit? Ne? Also wenn du sozusagen denkst, kommst du damit hin, kannst du damit gut leben, kannst du damit gut schlafen? Sagt er, nee, damit kann ich nicht sehr gut schlafen, weil da ist nämlich ein Minus davor. Ah, witzig. Ja? Das heißt, ja, also er möchte letztendlich nicht ins Commodity-Geschäft, ja, weil das ist nicht sein Geschäftsmodell, das ist nicht sein Traum, ja, will sich selbst verwirklichen. Aber auf der anderen Seite hat er permanenten Minus und zahlt jetzt mittlerweile auch sehr, sehr hohe Zinsen. Also aktuell sind die Zinsen zwischen 10 und 15% auf dem Dispo, je nachdem welcher Bank und so weiter. Und das ist letztendlich schon häufig auch sehr, sehr nicht ganz trivial, das Ganze. Ja. Das heißt, du solltest dir unbedingt Gedanken machen. Und ich sage es immer wieder, also letztendlich Selbstständigkeit, also generell Selbstständigkeit, ein Business und ganz besonders in Deutschland, wo auch die ganzen Belastungen relativ hoch sind und so weiter. Ja. Es ist letztendlich, geht es darum, dass du Geld verdienst. Es geht ums Geldverdienen erstmal, ja. Und erst im zweiten Schritt, das ist der erste Schritt, und dann im zweiten Schritt geht es um die Selbstverwirklichung. Ja, erst im zweiten Schritt geht es um die Selbstverwirklichung. Denn um dich selbst verwirklichen zu können, brauchst du auch häufig das nötige Kapital. Ja, wenn du jetzt sagst, ich möchte irgendwelche speziellen Industrien revolutionieren oder
ja, das neue Hypertool bauen und so weiter, dann brauchst du dafür häufig das nötige Kleingeld. Ganz besonders in der IT, ja, wenn es darum geht, SaaS-Produkte zu entwickeln. Und letztendlich ist das, wo du dir mal auch selber wirklich final die Frage stellen solltest, warum möchtest du zum Beispiel der Typ jetzt mal als Beispiel, der Typ, der jetzt Booking.com ein Tool bauen wollte, um Booking.com zu konkurrieren, ja, was total utopisch ist. Ja. Warum möchtest du ein Tool bauen, um Booking.com zu konkurrieren? Hat dich Booking.com irgendwann mal, ist es eine persönliche Vendetta oder irgendwie sowas? Oder willst du das machen, um reich zu werden? Ja, also letztendlich, was willst du tatsächlich erreichen? Willst du einfach, geht es dir um das Tool selbst oder geht es dir um was ganz anderes? Geht es dir darum, unabhängig, frei, selbstbestimmt an einer Sache arbeiten zu können, nachdem, wie du Lust und Laune hast? Ja? Oder geht es dir um Anerkennung? Ja? Wahrscheinlich häufig ist das auch der Fall bei Entwicklern und so weiter. Es geht dir um Ruhm, Anerkennung, ja? Aus dir einen Namen zu machen. Ne? Also es gibt verschiedene Gründe und da musst du einfach selber in dir mal ganz tief reingehen und das kommt wirklich vom ganzen Herzen. Was möchtest du am Ende tatsächlich erreichen? Weil häufig ist der Grund hinter dem Grund ja nicht das eigentliche Tool oder die eigentliche Sache, sondern letztendlich irgendwelche andere. Also sowas wie Anerkennung oder andere Gründe einfach. Das musst du halt selber für dich herausfinden. Und dann, wenn du dann da gelandet bist, also die Motivation hinter der Motivation, sage ich immer so schön, ja, dann kannst du sagen, okay, wie komme ich da jetzt am schnellsten hin? Komme ich da jetzt wirklich am schnellsten hin, indem ich quasi minus bin, 10.000 bis 30.000 Euro und die ganze Zeit an irgendwelchen Tools rumbaue, die kein Geld verdienen? Oder komme ich da schneller hin, wenn ich erstmal mich aufs Geldverdienen konzentriere? Ja, und wenn ich dann mal auf einer Flughöhe bin von 7-stelligem Jahr und gut 5-stellige Monat oder sogar 6-stellige Monat, ja, dann kann ich anfangen, Geld zu reinvestieren in dieses Tool oder irgendwelche anderen Sachen, die mir Anerkennung verschaffen. Aber erstmal muss ich mir ein Geschäftsmodell aussuchen, das einfach Cashflow bringt. Und nur das, persönlichen Vorlieben, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, was dir gefällt oder was dir nicht gefällt. Es geht nur ums Geld verdienen. Punkt, Ausschluss. Ja, wenn du in einer Situation bist, wo du dann eine geringe Marge hast, wo du Minus auf deinem Konto hast. Junge, das ist wirklich, dann ist es wirklich ernst. Ja? Okay, noch ganz kurz zum Abschluss. Ich habe über 7 bis 8 Jahre habe ich nur Kaltakquise gemacht. Und Leute sagen immer, oh, der Kaltakquise-Freak. Ja? Nein, ich bin kein Kaltakquise-Freak. Habe ich Kaltakquise 7, 8 Jahre lang gemacht, weil es mich erfüllt hat, weil es mein Traum war, Kaltakquise zu machen? Ja, mit Sicherheit nicht. Ja? Niemand liebt Kaltakquise. Ja? Wer das sagt, ja, dann möchte ich mal sehen, was, ja, also es gibt Schöneres im Leben als die Kaltakquise. Aber warum habe ich das gemacht? Weil ich mir dadurch ein kleines Vermögen aufbauen konnte, weil es einfach der größte Schmerzpunkt war in einer ganz bestimmten Nische, ja, und dort viele Vertriebler waren, die einfach das nicht machen wollten, weil es einfach unangenehm ist, weil sie sich da die Hände schmutzig machen, weil es anstrengend ist. Und weil sie es auch teilweise überhaupt nicht konnten. Ja? Und das war meine Nische und da konnte ich gutes Geld verdienen. Und das habe ich dann 7, 8 Jahre lang gemacht. Und dann konnte ich mir einen kleinen Polster aufbauen. Und das erlaubt es mir jetzt langsam irgendwie dann auch mal Sachen zu machen, die vielleicht außer der Reihe sind, die ich einfach dann nur mache, weil sie mich glücklich machen. Ja? Okay, also in diesem Sinne, bis dahin, dein Thomas Klein.